Wenn wir hier dieses Inertgas einströmen, wird die Verbrennung so transparent, dass die Flamme eigentlich gar nicht mehr da ist oder nicht mehr vorhanden ist. Hallo, wir sind auf der SVK Essen beim Stand von Ökofen und lassen uns die Zero-Flame-Technik einmal vom Profi erklären. Ich spreche mit Herrn Lothar Tomaschko, Geschäftsführer von Ökofen. Und Herr Tomaschko, stellen Sie uns bitte die Technik vor. Ja, die Zero-Flame-Technologie ist eine ganz neue Technologie der Staubreduktion. Das heißt, wir reduzieren den Staub im Abgas in Richtung Null. Und zwar, wir lassen den Staub in der Verbrennung schon gar nicht entstehen. Deshalb braucht es nach hinten hin auch keine Filtration. Oder auch selbst der Brennwerteffekt, der eine Staubreduktion bewirkt, ist da eigentlich nicht mehr notwendig. Was wir machen, ist das, dass wir einen Teil des Abluftstromes oder des Abgasstromes hernehmen in die Ansaugluft, mischen es dort in einem besonderen Mischungsverhältnis und blasen es dann. Sie müssen sich jetzt vorstellen, hier ist eine Lanze. Und diese Lanze ragt bis in die Brennkammer und dort lassen wir dieses Inertgas einströmen. Und dann ändert sich die Verbrennungschemie. Das heißt, chemisch schaut es einfach ganz anders aus. Das heißt, wir lassen die Salze werden nicht mehr getrennt und nicht mehr kondensiert. Diesen Vorgang letztendlich ändern wir. Und dadurch haben wir nahezu null Abgas. Also wir reden schon nahezu von abgasfreier Verbrennung. Wir haben dadurch auch keine Flamme mehr. Genau, also deshalb auch diese Bezeichnung Zero Flame. Zero Flame, das war nicht die Intention, die Flamme wegzuzaubern, das ist tatsächlich aber der Effekt, wenn wir hier dieses Inertgas einströmen, wird die Verbrennung so transparent, dass die Flamme eigentlich gar nicht mehr da ist oder nicht mehr vorhanden ist. Man könnte, wenn man von oben reinschaut, bis durch die Flamme durchschauen, bis auf den Brandteller, also auf die Vergasungszone. Normalerweise sieht man da gar nichts, weil nur alles voller Flamme ist. Es entsteht so ein Effekt, der ähnlich ist wie eine katalytische Verbrennung. Es ist aber keine, aber es sieht so aus. Das heißt ja, das Flammrohr fängt an heißer zu glühen, es wird da drin noch heißer und die Flamme ist weg. Es ist ähnlich wie ein Gasporenbrenner, da glüht ja auch noch so ein Keramikstein. Und so ähnlich ist es, die Verbrennungskammer glüht vor sich hin, gibt extrem viel Wärme ab, also es wird heißer, es wird sauberer und nach Ende hin eigentlich in der Messtechnik eigentlich nicht mehr nachweisbar die Abgaswerte. Herr Tomaschko, wir haben hier die Lösung für Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau. Genau. Stellen Sie uns den Kessel ein bisschen vor. Ja, das ist im Prinzip ähnlich wie der Condens 10 bis 18, den wir gerade angeschaut haben. Ist der jetzt einfach zwischen 20 und 32 kW. Das heißt, in der Wärmeleistung geht er halt schon in den modernen Mehrfamilienhausbereich rein. Selbst das als Kaskade wäre möglich, aber hier war es besonders wichtig, dass es ein reinrassiger Brennwertkessel ist. Also ein Brennwertkessel, der von der Entwicklung her von Anfang an ein reinrassiger Brennwertkessel ist. Das heißt, der liebt eine kalte Rücklauftemperatur, nutzt da wirklich die Kondensationsenergie, die noch im Abgas drinsteckt. Und das macht er einfach, wie gesagt, der Wärmetausch ist als solches von Anfang an konstruiert. Das heißt, kein Kessel, der zwei Wärmetauscher hintereinander hat, sondern das ist ein Wärmetauscher wie auch hier, der von oben her ungefähr 800 Grad Verbrennungstemperatur bekommt, über eine ganz lange Strecke, über eine sehr lange thermische Länge tatsächlich abkühlt auf unter 30 Grad teilweise Abgastemperatur. Okay, jetzt haben wir ja die Situation mit der Gaskrise. Da werden ja momentan die Pellets knapp, könnte man den Eindruck bekommen. Ich habe auch schon den Spruch gehört, Pellets sind das neue Klopapier, die Leute fangen an zu hamstern. Das ist eine Entwicklung, die Sie auch sehen? Ja, nur ich glaube, der Hamstereffekt wird immer ein kurzzeitiger Effekt sein. Das war beim Klopapier dasselbe, man hat gehamstert, bis man gemerkt hat, okay, jeder hat genug gehamstert, es ist genügend da und wir haben genügend Pellets. Wir haben wesentlich mehr Pellets auf dem deutschen Markt, wie der deutsche Markt in Wirklichkeit braucht. Natürlich, wenn gehamstert wird und die Pellets dann in die Lager, Keller, Garage reingestellt werden, dann fehlt die Menge auf dem Markt letztendlich. Was ja dann zum Preisanstieg auch führt? Auch natürlich momentan ein Preisanstieg, aber wir sind uns sicher, dass der Preis auch wieder zurückgeht. Wie gesagt, wenn die Blase geplatzt ist, wenn dieser Effekt weg ist, dann geht es zwangsläufig wieder runter, weil es ist genügend Rohmaterial da, es ist genügend Fertigungskapazität da. Also eigentlich dürfte es nicht sein. Okay. Was raten Sie den Handwerkern? Wie beruhigen die ihre Kunden?
Ich glaube, momentan in dieser ganz verrückten Zeit geht es wirklich darum, den Kunden aufzuklären, es ist genügend Material da. Es ist ja ein unglaublich großer Bestand auch da. Der Bestand an Pelletsheizungen werden ja auch bedient. Und es ist ja kein Effekt, oder die Pelletsheizung hört da nicht auf, sondern es ist ja ein Markt, ein Wirtschaftszweig, der läuft ja weiter. Und von daher gesehen, ich kann auch nicht sagen, jetzt ist Gas teuer, es gibt kein Gas mehr. Sondern auch jede Gasheizung muss weiter betrieben werden. Und so ist es da genauso. Okay. Vielen Dank.